Ja, da habe ich endlich Rubeum gefunden. Das habe ich die ganze Zeit schon gesucht. Jetzt ist es auch da. Das freut mich auf jeden Fall. Ist mein scheiß Auto da? Es wird jetzt erstmal großräumig abgebaut. Da kenne ich nichts. Ja, aber hast du gesehen, wo der ist? Oh, Alter. Ich habe ja eine halbe Stunde gebraucht, den rauszuholen. Also da rauszuspringen wieder. Ja, wundert euch nicht, das ist der Max im Hintergrund. Mit dem habe ich noch geschattet. Deswegen, aber er chattet auch noch mit jemand anders. Das versteht ihr wahrscheinlich jetzt gar nicht so genau. Und deswegen. Nicht wundern. So, jetzt habe ich eins, zwei. Zwei rote Punkte, ne? Da gehen wir erstmal dem einen nach. Ja, diese Notrufsignal-Scheiße da. Yeah. Da. Ja, ja. Du kannst mich mal, ich hab noch nicht den ersten Antrieb. Ich hab noch nicht mal den ersten Antrieb. Ich hab noch nicht einen. Ich baue jetzt erstmal den Planeten aus. Also meine Basis und scanne alles. Ich glaube jetzt irgendwie in der GameCo oder ich weiß nicht, irgendwie GameStar oder so, jetzt haben die da mal irgendwo einen Artikel reingestellt, ne? wie krass das eben ist mit dem Games-Watching. Dass das mehr Zuschauer bindet als zum Beispiel Netflix oder sonstige Anbieter zusammen und so. Hm, ja. Ich habe es noch gar nicht gelesen, ich habe nur die Überschrift gelesen und dachte so, ja, das könnte mal interessant werden. Ja, gibt da so viele Möglichkeiten. Ist ja auch geil, du holst dir da ein paar Tipps, weißt du, kommst in deinem Spiel nur langsam voran, holst dir ein paar Tipps und kommst schlagartig viel schneller weiter. Ja, ab September kommt dann wieder Destiny dazwischen. Ja, der zweite Teil dann, ne? Genau. Ja. Warframe? Nee, das mag ich gar nicht. Ja, ich hab's immer noch nicht ausprobiert. Iridium. Mach da. Gut, aber ich muss mal gucken.
Mal gucken, wie voll mein Panzer ist. Oder jetzt schon fast voll, scheiße. Lassen wir das Artefakt mal so stehen, dann wissen wir, dass wir schon hier waren. Den Rohstoff, den wir gesucht haben. Ja, genau. Ja, mit dem kann ich halt nur nichts anfangen, weil ich den noch nicht brauche. Du brauchst ihn noch nicht, ne? Nee, bei mir ist es jetzt die wissenschaftliche Forschung, die der Typ braucht es. Aber ich weiß nicht, wie viel Sonnensysteme habe ich dafür durchstreift. Bestimmt 6 oder 7, bevor ich das überhaupt mal gefunden habe. Ich war letztens am Arsch. Was war bei dir? Für irgendeine Aufgabe sollte ich 100 Nickel farmen. Da komme ich in so ein grünes System und denke so, naja, der Planet hat Nickel. Flieg hin, flieg drauf und find kein Nickel. Das ist saublöd gewesen. Viel dummer. Ich bin auf dem Planeten gelandet, ohne Plutonium. Es war ein extremer Giftplanet. Ich habe kein Schutzschild mehr gehabt. Und in der Umgebung, wo ich gelandet bin, gab es fast gar nichts. Ja, das ist dann richtig schön scheiße. Und dann versuchen muss da erstmal noch überhaupt seine Lebenserhaltung zu farmen, ne? Das Zeug, was man dafür braucht. Ja, eben. Und dann kriegst du auch nichts in der Nähe. Lebenserhaltung, Plutonium, alles. Da gab's gar nichts. Gott sei Dank gab's 1-2 Höhlen, in die ich rein konnte. Und so habe ich mich von Höhle zu Höhle weitergehangelt. Und bin dann irgendwann auf so einen kleinen Zacken Plutonium und der hat mich dann gerettet. Bin ich von dem scheiß Planeten runter. Sofort runter und ab weg. Irgendwo hin, wo du dein Zeug kriegst. Also ich habe nur festgestellt, auch mehr oder weniger durch Zufall natürlich, weil ich dann im Weltall da in diesen Asteroidengürteln oder was auch immer dann immer mal kommt, ein bisschen was abgeschossen habe, um Eisen zu farmen. Dass da auch Plutonium und Tamium drin ist und so. Genau, da kriegt man ja dann auch nochmal ein bisschen was. Und manchmal kriegt man ja auch, dass es so ein Vorräte, so ein Nickel oder irgendwas. Die sehen dann immer so ein bisschen anders aus oder sind ein bisschen dickere Steinbrocken oder haben so eine Stacheln dran oder was auch immer. Und da drinnen sind dann auch oftmals noch Mineralien. Da habe ich auch schon Gold. Ja, da habe ich auch schon welche abgefarmt, also... Das ist nur blöd, wenn man da eine bestimmte Menge halt dann weggefarmt hat, dann kommen ja immer die Angriffe gleich. Dann wird man gescannt und... Die Piraten... Richtig. Das nervt dann irgendwie auch dauernd. Das kommt auch an, was man für ein Raumschiff hat, aber ich habe jetzt keinen Jäger oder sowas. Weltklasse-Jäger, damit ich mich da dann großartig verteidigen kann. Aber ich auch nicht. Ein S-Klasse-Frachter habe ich jetzt. Und
Ich habe letztens durch so eine scheiß Quest. Nee, ja. Keine Quest. Wenn du so in so eine Basis kommst und da stellt dir einer eine Frage und du antwortest richtig, ne? Ja. Da habe ich mein Multitool gekriegt, Klasse A. Cool. Kostenlos, ohne was. Das ist natürlich nice. Wenn man das dann darüber kriegt. Also ich bisher die, die mir angeboten wurden, immer 24 Platz. Das ist super, ja. Nee, ich musste meins für 2,5 irgendwie kaufen. 2,5 Mille. Aber da wäre das nächste Problem, weil ich habe keine 2,5 Mille. Ich habe nur 16 Mille. Ja, das kam erst später, dass ich da habe ich aber auch wirklich bestimmt so 4 Stunden mal Gold und Emeril gefarmt oder so. Nur und verkauft und weg. Was ich auch gemacht habe, aber gut, das war so mein persönlicher Ehrgeiz, so eine Verkaufsstation in meine Basis eingesetzt. Ja, das will ich auch noch machen. Das fand ich eigentlich auch sehr erstrebenswert, aber das war auch eine Rennerei nach den Ressourcen dafür. Weil das ist extrem viel Kupferdraht, das gebraucht wird, und galvanische Zelle. Keine Ahnung, das war's noch. Das hat mich Nerven gekostet. Das glaube ich. Aber das ist dann wieder das Schöne bei dem Spiel. Umso mehr freut man sich natürlich, wenn man da so ein Popelding wie so eine Verkaufsstation gebastelt hat. Ne? Freut man sich schon, wie. Ja, das ist es ja eben. Weil hier viel mehr Anstrengung vorhanden für kleinere Schritte als in anderen Spielen. Ja, du bist nicht so schnell am Ziel. Ja, man schwitzt dafür auch ganz schön. Symbolisch. Was? Oh, keine Ahnung. Musste mal nachgucken, ja. So, was will der Händler haben? Ja. Auf dem Lange, den hatte ich doch genau danach, wenn ich gesagt hatte, aber. Den gibt es nicht noch bei Netto, den habe ich auch letztes Mal nochmal gefunden, da schon mitgenommen. Da wurde sogar runtergesenkt, da habe ich mich gleich frei mitgenommen, weil er war irgendwie an dem Tag ist er abgelaufen. Das ist egal. Das schmeckt was gäbe ich denn dem? Stimmt, Oxid steht ja da. Er ist dankbar. Ach du Scheiße, die bieten mir ein Multiwerkzeug mit 6 Plätzen an. Musst du nicht nehmen, oder? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. War ich da jetzt schon drin? Ja, da war ich schon. Also meins war kostenlos und ist ein A-Werkzeug. Jetzt suche ich noch das kostenlose Raumschiff. Lebensaufgabe. Aber wer weiß, das kann bei dir ruckzuck noch einmal. Zack, ich kann. Findest du was? Natürlich. Man sollte seine Ziele realistisch stecken. Ja, eben. So, wir brauchen einen Überbrückungstipp. Ich hab die Schnauze voll. Für den Scheiß Plutonium. Aber doch. Dieser Scheiß.
Scheiße. So, jetzt kann ich ja wieder mal zu meinem Ingenieur oder wo auch immer. Und dann kann ich mal gucken, dass ich bei dem ein bisschen was loswerde. Denn das Rubeum sollte ich ihm ja bringen. War er das? Der Konstrukteur? Ach nee, mit dem war ich soweit fertig. Das ist ziemlich schwer. Ich habe auch gerade gegoogelt die ganze Zeit, deshalb standen sie nicht von uns rum. Muss ich da ein bisschen belesen. Ah, das ist alles zu spät. Oh Gott. Ja, ob ich ihn heute noch finde? Achso, das könnte ja auch mal. Da ist er. Gut. Ich will alles haben aus meinem alten Raumschiff, verdammte Scheiße. Nee. Ich fliege in meine Basis und gehe dann, teleportiere mich hoch. Richtig. Ich glaube, man kann auch die Erweiterung kann man auch zerlegen, ne? Bevor man dann das neue Raumschiff. Ja. Genau. Ach du. Das ist blöd. Ha. Kein Platz mehr. Naja. Ja, das ist das Dilemma dann, ne? Geld farmen, Schmiermittel. Ja. Das wird immer teurer. Ach du Scheiße. Ja gut, aber dafür ist es ja eine S-Klasse, ne? Ach, das war B-Klasse, ja. Scheiße, oh. Klingt jetzt... Ja. Naja. Mal gucken. Ja. Naja. Mal gucken, ne? Mal gucken. Mal gucken, wie sich das so ergibt, was du dafür alles ausgeben kannst. Also ich hatte nämlich auch ein Raumschiff gefunden und dachte dann auch ganz cool, aber letzten Endes, ich glaube, so richtig gelohnt hat es sich nicht. Obwohl es dann auch von der Klasse her ein bisschen besser war. Ach, ich weiß es nicht. Ich hatte kein schlechtes Gefühl dabei. Ich habe es einfach mal gemacht, das Risiko eingegangen. Ich habe es durchgezogen. Es war ganz nett. Und dann hat es sich zwischendurch sowieso ergeben, dass wieder ein neues Raumschiff kam, was noch ein bisschen besser ist und mehr Plätze hat und so. Und so wird es wahrscheinlich dann auch werden. Dann wird sich was Neues ergeben und dann... Es hat seinen Job erledigt. Ne? Man einfach sich drauf einlassen wieder so. Ne? Einfach mal machen. Ach, das ist ja ein Ding. Ich kann jetzt anscheinend Sprengstoff herstellen. Was für Flüssigkeit? Wozu? Ich hab doch schon zwei Warpzellen einstecken. Ach so, meinst du?
Geil, oder? Das Ding da, der Beschleuniger feuern Sigma. So. Ich muss zur Basis. Oha, ist das Scheißding schnell. Wo ist denn meine Basis? Nettes Schiffchen. Nee, noch gar nichts. Denkst du? Ha! Wieder an! Ausgemacht hat. Hast sofort gehört, ne? Klack, klack. Klar. Nee. Deswegen hast du gleich gehört. Wer macht das Mikro aus? Im Umkreis von 50 Kilometern hörst du es mindestens. In dem Fall sogar mehr. So. Suspensionsflüssigkeit. Also, es wird gelagert. Wollt ihr meinen Lagerkomplex mal sehen? Shit. Ein kleines bisschen. Ja, ich setz mal ins Community. Oh ja, unser Album. Ah, er hat es wahrscheinlich noch lange warten. Hat er schon wieder vergessen, dass er in der Community ist. Kannst du ja schon mal einen Termin für die Ergotherapie besorgen. Wenn der Finger nicht mehr hält. Ja, mein Raumschiff habe ich gepostet. Ja. Ja, ne? Das
Ich habe mich nämlich nur gewundert, als ich gelandet bin und ausgestiegen bin. Ja, genau, dann auf einmal war rot. Und ich dachte, hey, was hat mich jetzt? Ich dachte erst so eine scheiß Pflanze wieder, ne? Ja, aber das erklärt sich natürlich. Ich bin da einfach diesen verfluchten Pilz runtergeflyert. Im Twitter hatte ich's drin. Vielleicht hast du das gesehen. Das war... Genau. Habe ich heute ganz schön gearbeitet. So in etwa. Bist du auf Twitter auch unter Max Keks zu finden? Ja. Alles klar. Twitter, Twitch und sogar in Facebook und da habe ich es anders genannt, da habe ich es NMS Project genannt. Ah, okay. Mhm. Da habe ich eine Seite. NMS Project. Ja, cool, ne? Wie eine Progressive Band. Ja. Von der alten Spielegruppe, deswegen ist die Seite schon eigentlich 7 Jahre alt. Oh. 7 Jahre wartet ihr schon auf das Spiel? Nein. Damals war das eine Spielegemeinschaft und jetzt habe ich sie umfunktioniert für mich selber. Ja. Für NMS. Jo. Weil die Spielegemeinschaft war tot. Ja? Für eine halbe Stunde, du bist ein Scherzkeks. Willst du essen? Das nennst du in Ruhe lassen. Ja. Jetzt komm. Wenn du meinst. Ja. Okay, bis dann. Mach dein Ding. Tschüss. So, was brauche ich jetzt? Diesen scheiß Resonator. Erstmal verkaufen, was geht. Naja, ja. Hätte mein Eisen hier schon. Koritza gehen nicht verkaufen, oder? Kaufen kannst, außer für Lars. Wird's ja gehen. Irgendwann brauchst du es wahrscheinlich. Und die Pflanze, ja genau, um die Pflanze anzubauen auf jeden Fall. Kann sein, dass es auch eine Quest war, oder so.
Na gut, dann werde ich gleich speichern. Werde nochmal gucken, dass ich ein paar Fenster einbaue und dann war es das für heute erstmal. Eine kleine kurze Session. Auf jeden Fall habe ich Rubeum gefunden. Oh, shit, das war erfolgreich. Was will man mehr? Jetzt muss ich nur noch Plätze freischalten. Mal gucken, wo die Fenster. Kann ich noch ein Fenster einsetzen? Da. Gut. Auch eine 1. Muss eben nur gucken, ob das alles reicht, dass ich genügend Glas habe. Das war's. Mehr ist nicht. Na gut, dann danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis demnächst.